Zeit miteinander. So, es ist in den letzten Tagen nicht viel passiert. Zwar Super Bowl. Sonntags, da habe ich nicht viel gemacht. Dann war montags Schlafen angesagt. Da habe ich nicht viel gemacht. Und heute würde ich gerne wieder ein bisschen loslegen. Ich wollte eigentlich in die Werkstatt über und ein paar Nietverbindungen testen, wie die aussehen. Winkeleisen mit so Knotenblech. So, da sind wir in der Werkstatt und ich habe da so kleine Zeichnung gemacht. Kleines Schatzkistchen, so soll die Ecke aussehen. Das Ganze aus Stahl mit Eisenniete, Warmniete, so wie am Eiffelturm quasi oder an irgendwelche Bahnschienenbrücke. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal ein paar Niete raus, dann können wir ungefähr die Größe abdimensionieren, wie das sein muss und auch, ob ich ein Werkzeug habe, um die Nieteköpfe zu schlagen. Da haben wir, da hinten liegt so, das sind so Nietemacher, das sind so runde Dinger, die hebt man von einer Seite gegen und von der anderen Seite haust dann mit dem Hammer auf das Ding quasi drauf und formst dann den Kopf. Und Niete sehen so aus und das Ganze hätte ich halt einfach gerne ein bisschen filigraner. So können wir es auch, aber es ist zu schwer für mich, das bringe ich nicht glüpft. Wenn man da irgendwelche Sachen mitmacht, überleg dir mal 20 von deinen Dingern, dann kannst du schon einen heben. Jo, gucken wir mal. Ich glaube, wir haben die richtig groß gefunden. Sie haben einen ziemlich flachen Kopf. Aber das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Ich gucke mir das mal genauer an. So sieht es natürlich auch ziemlich geil aus, hat so ein bisschen was Flugzeug-Batman-mäßiges. So, jetzt sollte die drei Dinger eigentlich so zusammengehören. Dann wäre die verschweißt miteinander und vorher kriege ich jetzt nur Löcher für die Niete. So, inzwischen haben wir gesehen, habe ich diesen Kantenschutz gemacht oder diese Ecke. Und da rein möchte ich jetzt diese Niete rein schlagen. Da habe ich mir vorher diese Niete da rausgesucht und habe jetzt auch die passenden Werkzeuge dazu gefunden. Das sind quasi solche Gegenhalter für die Niete. Da setzt man die Niete dann drin rein. Das hat so ja, ähnliche Kopf, das hat man früher mit ein bisschen Schmirgelpapier ausgekleidet. Dann passt die da sauber rein, das kommt auf die Außenseite und von innen nimmt man dann quasi, wenn es heiß ist, erstmal den hier, schlägt quasi, schlägt den quasi über die Niete drüber und staucht das Material, das hier dazwischen liegt, klopft es zusammen, dass es eng beieinander liegt
Und dann kommst du von der anderen Seite und haust dann erst mit dem Hammer den Stift ein bisschen platt und breiter. Und dann kommst du nachher mit dem Kopfmacher und formst dann quasi vorsichtig mit dem Hammer auf der Gegenseite auch, wenn möglich, genau den gleichen Kopf wie auf der anderen Seite. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Ich werde mir ein paar Stückle Winkeleise zusägen, die da schön reinpassen. Und dann gucken wir mal, bohren die Winkeleise, dass die Nieder alle sauber reinpassen. Und dann sehen wir mal weiter. So, inzwischen habe ich mir daheim ein paar Reststückle Eise zugesägt. Und jetzt kommen die Winkel daheim rein, bis auf das Maß. Nachher die Löcher bohren und dann kommen die Niete innen rein. Wird es beidseitig vernietet. Ich hoffe, die stehen nachher nicht zu nah aneinander, dass wir zu wenig Material haben zum Niederköpfen machen. Müssen wir probieren. So, jetzt habe ich da einen kleinen Riss gemacht auf dem Material. So sehen wir es. Und den hebe ich jetzt genau mittig Loch, da wo die zwei alten Risse vom Bohrloch sind. Warte mal, ich versuche das da so ein bisschen hinzufummeln. Moment. So, jetzt sitzt es genau drüber. Jetzt müssen wir vielleicht auch die anderen Risse. Also da hat es auf jeden Fall noch die kleinen Spuren von den Bohrlöchern. Und wenn das aufeinander sitzt, drücken wir es fest und zeichne gerade schon die Löcher aus. Servus, mir hat vor einem halben Jahr ungefähr mal zwei Stühle verrissen und habe sie auseinanderbaut und seither stehen sie hier rum. Die Hefte auch mal schön zusammen, ne? Ja, mach deine Scheiße Tag, ne? So, jetzt haben wir alle Löcher bohrt, alle Nieten reingesteckt. Ich würde fast sagen, wir bereiten jetzt mal alles vor, dass man mal die erste Niete kann. So, da haben wir ein Probestückle bastelt und werden jetzt zusammen versuchen, das Ding da zu nieten. Sitze. Und jetzt kriegt ihr als nächstes ein mit dem da, Hanna. Das ist ein bisschen steil. Probier mal, ob der. Mach mal los. Ah, es hat schon. Hat schon gestaucht, ja. Hat schon gestaucht. So, das heißt, wir sind quasi bereit jetzt mit dem Linsenköpflemacher da mal eine Linse drauf machen. Schon wieder drin? Mhm. Nicht verwirrt, alles gut. Ist es heiß? Nee. Das sieht schon richtig gut aus. Magst du den vielleicht links heben und rechts heiß machen? Ja, kann ich machen. Dann hole ich dir da noch der Handschuh. Ich kann mit links heiß machen. Noch.
Ja, aber dann stehe ich im Weg, weißt du, mit rechts kann schon der Brenner da drüben aussehen. Ja. Machst du nochmal heiß? Alles okay vom Hebel her? Oh Baby, das wird genial. Nochmal richtig heiß machen, der muss gelb werden. Schnelle gelb werden. Ja, das ist super. Ja, jetzt kommen wir da hin. Ja, mach nochmal heiß. Das sieht man nachher eben. Das sieht man nachher wirklich nicht. Ich kann das einfach ein bisschen rausschieben. Komm schon mal. Drei mal ein bisschen von oben weiter. Ja, ja, weiter. Weiter drei, weiter drei. Das ist wieder richtig schön gelb. So, weg. Ja. Jetzt fliege ich. Oh. Wie geil ist das denn? Baby, vielen Dank. Was ist abgraben? Ah, nicht so nah drücken. So ist nicht gut. So in Hand nehmen ist nicht gut. Das Ding ist jetzt auch heiß. Ja, yeah, gib mir's. Wunderschön. Genial, guck mal, da haben wir sogar den Winkel ausgeschmiedet. Siehst du, wie der rausgeht? Ja. Oh, den hast du, da haben wir einmal den Nebel drauf. Entschuldigung. Nichts passiert. Aber das ist nicht so einfach, muss man sagen. Ja, und vor allem ist er auch lose, wie ich sehe, da sitzt nicht mehr. Okay. Das ist, ist auch schöner von der anderen Seite. So, ich denke, das war's für heute Abend. Eva hat mal ein bisschen geholfen, voll geil. Wenn euch so Scheiß gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, drückt den Abo-Knopf und also morgen werde ich auf jeden Fall nochmal ein, zwei Versüchle starten, sobald Eva wieder vom Geschäft daheim ist. Und wie geil ist denn das?